Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LEGO Worlds. Wir sind heute auf dem Weg mal wieder in eine zufällige Welt. Ich habe einfach mal auf die Karte geklickt und eine zufällige Welt erstellt. Und da sind wir auch schon angekommen. Es gibt nämlich einen kleinen Grund dafür, dass wir uns nicht in unserer Bauwelt befinden, sondern wieder mal ein bisschen durch die Gegend schlurfen. Es kam ein Update. In erster Linie wurden ein paar Bugs behoben, ein paar schwerwiegende Bugs teilweise. Es gibt aber wohl auch ein paar neue Sachen, ein paar neue Bausets etc., soweit ich das überblicken kann. Und wohl auch jetzt Hasen, die hier irgendwo rumlaufen und als Kreaturen. Und da wollen wir doch mal gucken. Wir werden mal ein paar Kisten aufmachen. Wir werden mal ein paar Quests machen. Wir schauen uns einfach mal wieder ein bisschen um, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was es hier so alles gibt. Ja, und ich würde sagen, wir fangen hier gleich mal mit einer Kiste an. Du wirst Charakteren begegnen, die einen Gegenstand haben möchten, den du bei dir trägst. Im Austausch dafür geben sie dir vielleicht etwas Tolles oder eine Banane. Ob du dieses Risiko eingehen willst, musst du selbst entscheiden. Also, ich persönlich liebe Bananen. Ja, genau. Bananen. Wir gucken jetzt erstmal hier nach der Kiste. Anscheinend sind die Tutorial-Sprüche vom Sprecher auch ein bisschen zurückgesetzt bzw. geändert worden. Wir gucken einfach mal, was uns erwartet, was das Update so bringt. Und wir haben eine Trompete gefunden. Die hatten wir ja nun auch schon. Können Sie mal ganz kurz anklimpern. Genau. Die Schlange tanzt. Sehr schön. Gut. Einmal wegpacken, bitte. Hallo. Danke. So, das Auto hier, das kennen wir ja schon. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Mal schauen, ob wir was finden, was wir noch nicht kennen. Hier ist noch ein Kistchen, das gucken wir auch gerade mal nach. Vielleicht hat ja auch der Unruhestifter neue Sachen. Nein, runter, bitte. Danke. Was bist denn du? Ja. Was ist das? Feuerlöscher oder was? Was ist das jetzt da für eine Markierung? Okay. Komm, steck weg. Alles klar. Also es gibt wohl wirklich ein paar neue Items. Weil der Feuerlöscher war mir gänzlich unbekannt bis dato. Sehr schön. Mal gucken, was es noch so gibt. So, hier haben wir eine kleine Stadt. Da gucken wir natürlich auch mal kurz drüber. Vielleicht gibt es ja auch neue Häuser, Fenster, Türen. Die größte Neuerung an dem Update, bevor ich es vergesse. Es gibt jetzt, man kann jetzt wählen, ob man in den Abenteuermodus gehen will, so wie wir jetzt hier gerade sind. Oder in den Sandbox, also in den Baumodus. Und in diesem Baumodus hat man, egal wie weit man im Abenteuermodus schon ist, sämtliche Steine und alles, was dazugehört, um ordentlich bauen zu können. Also das ist jetzt, endlich ist er da für die Leute, die Lego spielen, weil sie bauen wollen, weil sie ja eben keine Lust haben, hier alles zusammensammeln. Die können ab sofort jetzt direkt in den Sandkastenmodus gehen und direkt mit dem Bauen loslegen. Ist am Anfang im Menü zu wählen.
auszuwählen. Und da kann man dann entscheiden, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Das ist so ziemlich... Aber dafür ruckelt es wieder ganz schön, habe ich so das Gefühl gerade. Geh mal mit der Kamera ein bisschen weiter raus, sonst wird er mir schlecht hier. Halt, warte mal, da war eine Quest. Was war das für eine Quest hier? Ach, wieder diese komischen Schlösser im Himmel, wo man einfach nur hingehen muss. Da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich will ja neue Sachen erkunden. So, bisher ist mir noch kein... Ich muss mal gerade gucken, was haben wir denn eigentlich an Eichhörnchen schon? Wenn die hier schon... Wenn die hier schon so rumwuseln. Uns fehlt auch noch die gescheckte Katze, oder wie sehe ich das? Hä? Die Eichhörnchen haben wir alle scheinbar. Ach ne, hier sind nochmal Katzen. Was ist denn das jetzt hier für eine Logik? Hier sind jetzt hier Katzen und hier Katzen. Jetzt ist hier alles kreuz und quer. Das ist aber nicht schön gemacht jetzt. Hier oben ist noch eine Katze. Ach ne, das sind Löwenjungs, okay. Die Löwin und der Löwenvater ist hier ganz unten. Ach, Jungs, Mädels, was macht ihr? Kann doch nicht sein. Ah ja, gut. Also, Eichhörnchen haben wir alle. Was haben wir hier? Das ist doch hier so eine Polarstation, oder? Was macht denn die hier? Okay, wir sind im Polargebiet. Auch nicht schlecht. Hier mal um. Vielleicht gibt es ja auch einen Schneehasen. Also das war in den Patch Notes ganz fett geschrieben, dass es jetzt hier wohl irgendwo Hasen geben soll. Ich bin mal gespannt. Wäre ich schon schön. Können ja auch mal hier so ein Schneemobil uns greifen. Mal ein bisschen durch die Gegend eiern. So. Jetzt sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Ah, hier war es aber auch schon mit Schnee. Was gibt's denn hier? Hier gibt es eine tolle Quest. Vom Yeti. Okay. Was willst du? Menschen lassen Müll liegen, du wegmachen. Was? Okay. Das ist ja geil. So. Und da gibt es einen goldenen Stein. Sehr schön. Gut. Nee, ich, kannst du mal fahren jetzt? Hallo?
So. Gut. Hier gibt es wieder ein Kistchen abzugreifen. Das werden wir auch gleich mal tun. Oh, da gibt es ein Nüsschen. Ein Nüsschen. Sehr schön. Wobei ich immer noch nicht feststellen konnte, welche Pflanze jetzt hier Nüsse hergibt. Jetzt hat er mir mein Schneemobil geklaut. Der Kack-Eskimo. Oder Inuit oder Polarforscher oder was auch immer. So, Kistchen, zeig mal her, ob du auch noch was Neues für mich hast. Okay. Noch ein Stein? Wir hatten noch nicht alle Steine? Okay, alles klar. Na schön. Zumindest mal bekommt mal wieder was. Ist ja auch mal ganz nett, dass man mal Kisten aufmachen kann und man bekommt wieder einen Gegenstand heraus. So. Gut. Dann hat er mir jetzt mein Schneemobil geklaut. Hier wäre ich eh nicht durchgekommen. Und na, hau ab. Geh weg. Da fährt er. Im Schneemobil. Hep. So, hier haben wir auch noch ein Kistchen. Oh, da ist eine Burg. Können wir auch nochmal gucken. Hey, wo kommt denn jetzt das Wasser her? So. Aufmachen! Was? Noch ein Stein? Na gut. Gucken wir hier gerade nochmal rein. Wenn wir schon da sind, ne? Muss sich ja lohnen. Was? Was zum Henker war das denn gerade? Was? Was war denn das für eine Kiste? Da war ein Haufen lila Stats drin und Möhren und so ein Krempel. Hä? Oh, ich krieg vom König ein Küsschen. Den haben wir auch schon, ne? Ja. Er hat wieder einen komischen Zaubertrank. Also der Unruhestifter hat wohl scheinbar nichts Neues. Den Hasen habe ich bisher auch noch nicht gefunden. Na gut. Wir gehen mal in die Burg. Gut, so wirklich neu sieht es hier auch nicht aus. Das ist auch alles noch beim Alten hier. Kisten. Aber das mit den Kisten finde ich jetzt echt gut. Es war bisher noch keine dabei, wo nur Stats drin waren. Das haben sie jetzt anscheinend verbessert, sodass du, wenn dir noch Gegenstände fehlen, dass du die dann auch bekommst. Jetzt hängt dir die Kiste auf halber Höhe. Sehr scheiße. Schon wieder so eine Kiste. Alter, was geht denn hier ab? Kacke. So, da ist die andere Kiste. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen Boden wieder hinpflanzen. Zip. So. Zip.
wir sie uns holen. Alter Schwede, was sind denn das für Kisten hier? Oh, krass. Okay. Na, die lohnen sich ja mal wirklich. Das ist ja krass. Machen direkt mal noch eine auf, ich will das jetzt wissen. So, da ist sie. Mal gucken, was hier drin ist. Erstmal mal wieder platt. Sehr schön. Wieder so eine Kiste. Gibt's so eine Obst-Gemüse-Kiste und eine mit Diamanten drin, scheinbar. Das ist ja echt krass. Okay, das ist komplett neu, aber komplett geil. So, wir gehen mal in die Richtung. Was allerdings scheiße ist, die fallen anscheinend auch nicht mehr runter. Das heißt, wenn man sie aus Versehen unterbuddelt, bleiben sie auf einer Höhe. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber gut. Die Kiste nehmen wir uns hier und drunter lassen wir mal sein. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr sehen. Was ist das? Eine Knochenkiste. Und da ist so ein Brot dabei. Ganz viele Knochen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also die Kisten sind sehr, sehr lustig jetzt. So, wir setzen nochmal den Fallschirm ein. Wir setzen nochmal den Fallschirm ein. Ich würde gerne den Fallschirm einsetzen. Okay. Da haben wir schon wieder einen schönen Bug gefunden. Okay, das gibt hier echt eine Kistenschlacht. Ach du Scheiße. Hier sind... warte mal, wie mache ich denn das jetzt am besten? So, hä? Irgendwas ist gerade komisch. Ich kann nicht buddeln. Hallo? 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 Ah, jetzt. Nachgeladen oder irgendwas anscheinend. Hey. So, da sind sie. Die Kisten. So, Kiste Nummer 1. Was haben wir hier jetzt? Das ist jetzt lauter Nüsschen drin, oder was? Wie lange haben wir bitte nach Nüsschen gesucht? Alter Verwalter. Hä?
Wie lange waren wir auf der Suche nach Nüsschen? Okay, hier sind jetzt nur Stats drin gewesen, keine Gegenstände. Gucken wir mal, was hier drin ist. Was? Was war das jetzt? Auch nur Stats? Gut. Hier ist aber irgendwo, glaube ich, noch eine Kiste, oder? Buddeln wir noch ein Stück. Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt lädt er wieder. Scheiße. Was ist denn hier los? Was geht denn hier für ein Film? Okay, ich hatte die Kisten geöffnet und die haben mir keine Dings angezeigt, keine Gegenstände und die kamen jetzt, nachdem es fertig geladen war, nachträglich. Auch nicht schlecht. Ach du Scheiße. Boah, ist das krass. Du meine Güte. Hier sind nur ganz viele Knochen in der Luft. Boah, wieder so eine Diamantenkiste. Heiliges Kanonenrohr. Das ist ja echt abartig. Aber das mit den Ladezeiten... ist immer noch ein bisschen problematisch. Warum auch immer. Jetzt lädt er irgendwie gar nicht mehr nach. Ja, nun. Gut. Schön. Dann machen wir was anderes. Wenn wir das jetzt überhaupt können. Wir gehen zurück zur Rakete. Das ist nämlich jetzt auch ein neues Feature. Man kann direkt zur Rakete springen. Hier lädt er auch irgendwie schneller nach, habe ich so das Gefühl. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Ah, hier ist nochmal ein bisschen Eiswelt. Da können wir uns da nochmal einen Moment umschauen. Bitte was? Okay. Oh, hier gibt es einen goldenen Stein irgendwo. Was willst du? Ich versuche schon den ganzen Tag weiße Eichhörnchen für mein Projekt zu fangen, aber ich bin einfach nicht schnell genug. Oh ja, dann, ne? Ist ja kein Problem. Gibt's weiße Eichhörnchen. So, wo sind sie? Da.
Komm schon, eins freiwillig. Hallo? Was war denn das jetzt? Okay. Questgeber ist im Erdboden verschwunden. Quest somit hinfällig und tschüss. Es macht mir so ein bisschen den Anschein, als ob sie Bugs behoben haben und damit neue eingefügt haben. Weil das so ein Questgeber einfach im Boden versinkt und dann weg ist, das hatte ich bisher auch noch nicht. Was ist denn hier los? Zombie. Kann sich selbst verteidigen. Habe ich gerade keinen Bock drauf. Wir fahren lieber noch mit dem Schneemobil. So. Hier ist ein bisschen tote Hose im Schneegebiet. Schade. Was es hier in den Polarebenen auch noch geben soll. Deswegen ziehe ich hier so gerade meine Runde. Es gibt wohl ein Raumschiff. Also ein. Ja, ein Raumschiff halt. damit kann man auch schießen wohl und sieht ziemlich stylisch aus. Ich habe es bisher noch nicht gefunden. Doch, ich habe es gefunden. Hier ist es. Wenn man vom Teufel spricht. So, und das werden wir natürlich jetzt zum Ende der Folge auch nochmal Probe fliegen. Das ist ja wohl ganz klar. Ist das geil. Yes! Mal fett Raketen abschießen. So, in der Ego-Perspektive. Es ist ein bisschen gemütlich, muss ich sagen. Aber verdammt cool. Verdammt cool. Oh, das fliegt sogar ein bisschen von selbst. Wenn man nicht gerade am Baum hängen bleibt. Miau. So, dann versuchen wir mal auf der Straße zu landen. Das ist ja cool, das Ding. Gut, und mit diesem Raumschiff und ein paar netten Neuerungen, die wir gefunden haben, und auch ein paar nicht so ganz so netten Neuerungen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge von LEGO Worlds. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Macht's gut und tschö mit Ö.